Hallo und willkommen bei Planeo. Heutiges Thema: weichmacherfreie und PVC-freie Vinylböden. In diesem Video soll es darum gehen, das will ich Ihnen vorstellen. Vinylboden erfreut sich mit immer größerer Beliebtheit. Und gerade so in Pflegeheimen oder Kindergärten, Spielräumen, Versammlungsräumen wird es öfter und öfter eingesetzt, weil es auch ein sehr praktisch renovierungsfreudiger Boden ist. Pflegeleicht, Robustheit, also das sind so die Schlagworte, die da immer wichtiger sind. Und genau dort kam dieser Impuls und sagt, wir brauchen aber auch gerade, wo sehr viele Kinder sind, über den Boden rennen oder toben und krabbeln und so weiter, brauchen wir schadstofffreie Vinylböden. Das Thema hat sich Vinio angeeignet, hat ein Produkt entwickelt, die nennt sich Pureline. Dieses Produkt ist vor einiger Zeit als Klebesheets in den Markt gegangen und jetzt aktuell auch als Klick-Variante in den Markt. Und genau darum es geht. Ich möchte Ihnen das vorstellen, dass das Produkt von Vinio als Klick-Variante, Pureline als Klick-Variante, will Ihnen das in diesem Video präsentieren. Wo sind wir? Wir sind in einem Raum, wo Kinder toben, ist eine Begegnungsstätte für Kinder. Hier möchten wir den alten Belag drinnen lassen, einen neuen drauflegen und auch den Vorteil der Klick-Variante Ihnen hier zeigen. Aber auch hier gleich auch Ihnen ein paar Informationen mitgeben und zu sagen, welche Inhaltsstoffe hat das neue Produkt von Vinio Pureline. Ein Vinylboden zu entwickeln ohne Weichmacher, ohne PVC, ohne Phthalate, das sind ja gerade so diese Giftstoffe, achten Sie auch darauf, dass Sie Vinylboden kaufen ohne Phthalate. Da hat sich Vinio eben das als Überschrift gesetzt und hat gesagt, wir möchten in der Pureline-Serie ein reines Naturprodukt entwickeln. Inhaltsstofflich aus Raps, aus Rizinusöl wird das ganze Material verarbeitet. Natürlich auch weitere Stoffe finden Sie auch bei uns, mehrere Informationen. Dieser Boden ist ein absolut recycelbarer, zu 100% recycelbarer Boden, der selbst im Hausmüll entsorgt werden kann. Also absolut auf natürlicher Basis. Das macht ihn zu einem ganz, ganz besonderen Boden. Natürlich könnte man sich hier die Frage stellen, ja, wie robust ist der nachher, wie kratzempfindlich, wie scheuerfest und wasserfest und so, quillt da nachher nichts. Nein, wir haben hier absolut auch wieder die Elastizität wie beim Vinylboden. Wir haben die Robustheit sogar robuster. Wir haben eine UV-Beständigkeit, eine Echtheit in den Dekoren. Das sieht top aus. Wir haben hervorragende Dekore bei Vinio Pureline. Also da können Sie sich das aussuchen aus Holzdekoren im Klebesheet zu den Fliesenoptiken, wie auch nachher als Klick-Variante oder sogar als Rollenware. Also da gibt es eine ganz große Auswahl. Da können Sie im Objekt richtig planen, das, was Sie wünschen. Oder halt in der Renovierung wie hier die Vorteile einer Klick-Variante auch wirklich nutzen. Ich möchte jetzt übergehen und Ihnen dieses Produkt, die Pureline als Klick-Variante, auch da vorstellen, wie die Verarbeitung ist, worauf Sie zu achten haben, wie Sie starten und will Ihnen die Technik in der Klick-Variante auch zeigen. Die Silent Comfort haben wir ausgerollt, liegt jetzt schön drin. Für die Klicktechnik ist es ganz wichtig, dass Sie nur die bitte nehmen. Ganz, ganz wichtig und entscheidend. Bevor ich jetzt anfange zu verlegen, will ich Ihnen aber noch ein paar Informationen an die Hand geben. Zum Beispiel, bevor Sie die Dämmung ausrollen, sollen Sie den Untergrund nochmal prüfen. Für die Pureline als Klicktechnik auch hier wieder ganz wichtig, 3 mm maximale Schwankungen im Boden. Dafür gibt es aber auch ein eigenes Video, können Sie sich bei uns angucken. Auch sollten Sie, wenn Sie die Pakete gekauft haben, in die Räumlichkeiten reinlegen und mindestens 48 Stunden am besten drinnen lassen, damit so die Temperatur in das Material einziehen kann. Ganz, ganz wichtig auch, damit nicht so viel Spannung im Material ist. Wenn Sie verlegen, auch da achten Sie auf die Randabstände überall.
Also Wände, Heizungsrohre, Pfosten, Säulen, alles, wo man Berührungen haben könnte, mindestens 3, 4, 5 mm Abstand haben. Da können Sie auch wunderbar unsere Keile aus dem Shop verwenden. Die können Sie da auch natürlich ordern. Ich lege jetzt los, lege die erste Reihe und zeige Ihnen, wie die Klicktechnik funktioniert. Bei der Silent Comfort auch die Folie jetzt abziehen, die Schutzfolie. Wir haben hier eine haftende Oberfläche. Machen Sie das auch bitte nur so weit, wie Sie so ein, zwei Reihen legen können, dass Sie da schön reingreifen können. Weiter nicht, das können Sie nachher von Reihe zu Reihe auch dann machen. Ich möchte mit der ersten Diele beginnen. Hier haben wir die zwei Klickflächen. Einmal geht es in die Richtung, einmal zum Raum rein. Das heißt, ich lege von links nach rechts, lege das erste Brett dran, richte das aus. Also ich bewege es noch nicht auf dem Boden so flach, sondern also ein bisschen angewinkelt. Richte das aus. Das ist eine der Methoden, um zu gucken, auch wie die Wände gerade sind. Wenn das geklappt hat, nehme ich die zweite. Und hier ist es wichtig, wir haben hier keine Winkelverbindung, sondern sie wird von oben reingelegt und mit dem Gummihammer einfach reingeschlagen. Das ist wichtig, gerade in der ersten Reihe auf diese Flucht zu achten, dass die absolut in einer Linie ist und keine Abstände, also nicht die eine Diele oder eine Ecke ein bisschen rausguckt. Sie muss wirklich mit dem Finger absolut sauber ausgerichtet sein. Wenn Sie das haben, dann merken Sie das, dann legen Sie die Diele auch rechts runter, schieben Sie nochmal dran, prüfen Sie nochmal. Hier merkt man, das ist noch nicht eingerastet. Jetzt nimmt man einfach den Gummihammer und schlägt drauf. Das kleine Stück wollen wir reinschneiden, Diele auch wieder ausgerichtet, einmal drehen, hinlegen, Abstände von der Wand einhalten, Markierung machen, Markierung nach vorne holen. Dann nehmen wir wieder, das ist ja das Wunderschöne, einfach unser Cuttermesser, Winkel und das Material, die Pureline lässt sich auch wieder ganz, ganz easy und einfach anritzen. Also nichts Kompliziertes, Schweres mit einer Säge oder so. Sie fahren damit ein Cuttermesser lang. Und das war's. Und jetzt kann man auch sehr schön sehen, wie das Ganze verhält, wenn man halt eben das so ein bisschen runterbiegt. Sieht man das auch sehr schön, wie sich das öffnet, das Material, die Werkstoffe werden freigelegt. Echt gut, einmal dagegen drücken, das war's. Möchten mit der zweiten Reihe beginnen, auch hier auf den Abstand achten, nicht zu kleine Stücke aus der ersten Reihe rausnehmen. Das heißt, wenn sie hier kleiner wie 30, 40 cm sind, Ausschuss weg. Das Material ist größer, wir haben ja circa jetzt einen halben Meter oder 40, 45 cm schätze ich mal. Längsrichtung ganz einfach, rein. Man merkt auch, wie sauber das da auch in der Klickverbindung lang führt. Also ist sehr, sehr präzise auch gefräst und verarbeitet worden. Von der Firma Windmüller. Schön sauber, die Übergänge, also die Verbindung greift richtig gut. Top-Qualität, gefällt mir sehr gut. Genauso machen wir es jetzt mit der neuen Reihe. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Verbindung. Zuallererst wird die Längsseite reingelegt. Auch da merkt man halt eben schön langfahren. Wenn Sie das haben, dann fahren Sie auf die linke Seite bis auf Stoß und dann runter. Das war's, mit dem Gummihammer drauf, das ist die ganze Verbindungslänge. Die ersten zwei Reihen sind gelegt. Ich wollte Ihnen das Prinzip zeigen, wie Sie die erste Reihe ausrichten müssen, wie Sie die Stirnseite reinklicken und auch in der zweiten Reihe die Längs- und die Stirnseite.
Dazu brauchen Sie halt, wie gesagt, so einen Kunststoffhammer, ein gutes Cuttermesser, einen Winkel kaufen Sie sich auf jeden Fall, ein Bleistift sowieso und halt eben Zollstock. Mehr brauchen Sie nicht, so können Sie einen ganzen Raum verlegen. Das machen wir auch jetzt und wir sehen uns gleich wieder. Zum Abschluss des Videos möchte ich Ihnen einfach nochmal so diese Oberbegriffe mitgeben. Ich wollte Ihnen nicht nur die Technik zeigen, die Verlegeart zeigen, sondern durchaus nochmal zu den Vorteilen dieses Produkts rüberkommen. Wir haben hier einen Vinylboden, einen Kunststoffboden ohne PVC, ohne Weichmacher, ohne Phthalate drin. Ganz, ganz wichtig, sodass Sie auch wissen, Sie kriegen einen echten Naturboden. Ein Kunststoff, wo die Inhalte eben aufgebaut sind durch Öle, durch Rizinusöl und Rapsöle. Und da können Sie natürlich mehr Informationen auch bekommen. Einen sehr robusten Boden, ein Boden für Kinderräume, für Räume in allen möglichen Objektbereichen. Sie sehen es ja auch hier an der Kleine, die mit einem Laufrad durch die Gegend läuft. Die ist jetzt gerade hier ins Video reingefahren. Ist sehr angenehm. Also gerade auch dort für Eltern mit Kindern können Sie durchaus nehmen. Pure Line von Vineo, richtig hervorragend. Sollten Sie doch noch mehr Informationen benötigen, gehen Sie bei uns in den Online-Bereich, holen sich die Datenblätter oder melden sich bei uns, rufen Sie an, schreiben Sie uns zu Ihren Projekten etwas. Wir helfen Ihnen gerne, stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, gerade bei diesem Thema Pure Line Vineo und auch Böden aus reinen natürlichen Werkstoffen. Alles Gute noch, bis dann. Thank you.